Also bei uns haben die Kinder die Möglichkeit, mit Pocket Code und Scratch zu arbeiten. Das sind zwei Programme, mit denen sie relativ spielerisch den Zugang zum Programmieren finden können. Das heißt, sie können eigene Programme erstellen, eigene Spiele, eigene Animationen. Das ist sehr intuitiv zu bedienen, sehr einfach. Und sie können aber relativ weit entwickelte oder kompliziertere Spiele damit auch umsetzen. Und sich kreativ austoben und damit einfach den Zugang zum Programmieren finden. Die zwei Programme sind kostenfrei, das heißt, man kann es relativ einfach auch in Schulklassen einsetzen, ohne irgendwelche Finanzierungsprobleme zu haben. Man braucht eigentlich nur einen Rechner und es können auch immer ein, zwei Kinder zusammenarbeiten. Meistens ist es sogar produktiv, wenn die zu zweit dran sitzen und gemeinsam an dem Spiel arbeiten können, weil sie sich ganz gut ergänzen dann mit ihren Ideen und sich selber bei den Problemen helfen können. Hier mal ein Beispiel, was im Rahmen der Maker Days entstanden ist. Ein einfaches Spiel mit einem Käfer, der sich mit den paar Blöcken steuern lässt. Ja, angefangen von ganz leichten Animationen oder Spielen kann man auch kompliziertere Konzepte umsetzen, wie man bei dem Spiel sieht, also praktisch Mario einfach nachprogrammieren mit Scratch. Und sämtliche Spiele kann man dann online stellen, also die sind für alle verfügbar, um sich Inspiration zu holen oder den Code anzuschauen und daran weiterzuarbeiten. Und auf der Homepage von Scratch kann man dann die verschiedenen Spiele von anderen anschauen. Es gibt verschiedene Kategorien wie Kunst, Spiele, Musik, wo man die Beispiele der anderen eben sieht. Und das Ganze ist zu finden auf scratch.mit.edu. Und neben den Spielen einfach noch viel Material und Informationen über Scratch, auch für Eltern oder Lehrer, die das verwenden möchten im Unterricht. Okay, das ist das Programm. Man hat hier eine Bühne und hier kann man verschiedene Elemente ganz einfach reinziehen. Das heißt, für die Kinder ist es einfach wirklich intuitiv, so wie sie es gewöhnt sind, zu arbeiten. Sie müssen jetzt nicht irgendwelchen Code eintippen, sondern können einfach mit diesen Bausteinen arbeiten. Man hat hier verschiedene Kategorien, zum Beispiel Ereignisse und kann zum Beispiel, wenn Taste, Leertaste gedrückt, hier kann man verschiedene Tasten auswählen. Und dann bei Bewegung könnte man zum Beispiel drehe dich 15 Grad und hier auf der Bühne hat man seine Objekte, wo man sofort sieht, was passiert und hat schon seine erste kleine einfache Animation in ein paar Minuten zusammengeschustert. Bei den Kostümen können die Kinder dann das Aussehen bearbeiten, können malen, das gefällt ihnen eigentlich immer ganz gut, sich da gestalterisch auszutoben. Es gibt verschiedene Presets, die sie verwenden können aus einer großen Galerie. Genau, das Ganze gibt es auch für mobile Geräte, für Smartphones oder für Tablets. Heißt dann eben Pocket Code. Und im Prinzip funktioniert es auf die gleiche Art und Weise. Man kann Skripte verwenden, wo man mit einfachen Bausteinen, die man einfach verschieben kann, das Verhalten von seinen Objekten programmieren kann. Und dann mal sofort ausprobieren. Man kann die Sensoren oder die Kamera mit einbinden und somit einen ganz spielerischen Zugang dazu finden.